Privileg, wenn man mal so einen grossen Steinbock schiessen darf. Ja, am Schluss hast du es überlistet, ja, wenn du zum Schuss kommst. Und wenn es nicht klappt, dann war die Natur stärker gewesen. Und das ist, eigentlich ist das häufiger der Fall als umgekehrt. Als Jäger geht Markus Hauser früh raus. Am Morgen um 5 Uhr ist er in den Jagdhütten abgelaufen. Jetzt, knapp 2 Stunden später, haltet der 57-Jährige Ausschau nach Steinböck. Nicht dumm bis jetzt. Vielfach liegen sie auf dem Grat oben, dann weiss ich wenigstens, wo sie sind. Weil unter dem Grat sehe ich es noch nicht. Der Direktor vom Kantonsspital Glarus ist passionierter Jäger. Seit Jahrzehnten geht der 57-Jährige immer im Herbst 2 Wochen auf Pirsch. Das Jägern sei viel mehr als nur Schiessen. Verbundenheit mit der Natur, Ruhe, Erholung, immer auf ein Ziel fokussiert. Das Ziel von Markus Hauser in diesem Jahr ist ein grosser, über 12-jähriger Steinbock. Wer so ein Tier schiessen will, muss seit 30 Jahren das Jagdpatent haben. Weil nur 6 grosse Steinböcke im ganzen Kanton Glarus dürfen abgeschossen werden und sich viel mehr Jäger dafür bewerben, entscheidet es los. Markus Hauser hat Glück gehabt und so ein Los gezogen. Es ist etwas Spezielles, Steinbockjagd. Das ist einmalig im Leben. Das ist ein Privileg, wenn man das darf. Wenn man nach 30 Jahren einmal so einen grossen Steinbock schiessen darf. Markus hat Steinböcke in seinem Jagdgebiet hoch über dem Glarnerland Tage, ja wochenlang beobachtet. Er kennt da jeden Stein und weiss, wo die Tiere sein könnten. Beim Jagen ging es darum, eine Strategie zu entwickeln und Tiere zu überlisten. Gibt das Jagen auch ein bisschen einen Kick? Natürlich ist das Ziel, etwas schiessen. Aber man ist auch nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Es sind auch sehr viele Erlebnisse der letzten 30 Jahre verbunden. Nicht nur jagdlich, auch mit der Familie, wo wir schön hatten hier oben. Bei der Steinbockjagd ist Markus allein unterwegs und offenbar am richtigen Ort. Hast du gehört vorher? Haben die Toren angeschlagen hier oben? Hat man schnell gehört, den Moment. Zwei, die gekämpft haben. Plötzlich sind Steinböcke ganz nah. Siehst du? Nur ein paar Meter stehen die Tiere vor uns, aber die falschen. Grüezi. Ja, ihr seid zu jung. Ihr seid zu jung. Das Verfolgen von diesen Tieren bringt nichts. Zwar dürfen alle Steinböcke seit 40 Jahren wieder reguliert werden, der Markus Hauser hat aber eben nur ein Los für einen ganz alten Bock. Zu klein war, gell? Macht einem das weh, wenn man dann nicht... Nein, überhaupt nicht. Das ist Jagd. Nein. Ich habe Freude, wenn es kleine Steinböcke hat. Das braucht es auch. Jetzt muss ich halt warten, bis irgendwo ein grosser kommt. Geduld ist sehr von Vorteil, wenn man Jäger ist. Der Markus lässt sich aber null stressen und er nimmt eins nach dem anderen. Ein totales Kontrastprogramm für den 57-Jährigen, der sonst sehr gefordert ist als Direktor vom Kantonsspital Glarus. Da ist Freiheit, am anderen Ort ist Stress, Druck. Aber es ist ein schöner Beruf, also ich will ihn nicht missen. Es ist auch spannend, aber ich meine, das kann man nicht vergleichen. Das ist ausgleichend, das andere ist ein schöner Beruf. Tust du dir auch Kraft danken? Ja. Ja, nach diesen 2 Wochen bin ich total erholt. Zum Abfahren beitragen tut auch das Leben in der Hütte. Die Gesellschaft hat Markus dort von seinem Bruder Heinz, ebenfalls ein passionierter Jäger. Sie sind schon morgen früh, bevor es losgeht, ein eingespieltes Team. Beim Haushalten kommen die beiden gut schlagen, auch ohne ihre Frauen. Kein Problem. Aber sie kommt ab und zu rauf. Aber morgen kommt sie. Morgen kommt sie? Mhm. Ja, super. Und mal besser. Gehen wir zurück auf die Jagd. Der Markus Hauser und seine Hündin Arca sind weiterhin auf der Pirsch nach den ganz grossen Steinböcken. Offenbar mit Erfolg. Weiter weg bewegt sich etwas. Aber dort kommt einer schon dabei sein. Ist sie von Augen jetzt? Das sind alles grosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau in dem Augenblick aber kommt Gefahr von oben. Oh nein, jetzt kommt die Militärhelle. Nein. Wieso muss es so genau auf dem Steinböck kreisen? Es bleibt nicht beim Kreisen. Der Militärhelikopter macht auch noch ein Landemanöver. Die Steinböcke hauen ab. Die sind jetzt also recht zügig ab. Dann gehen sie an den Zirk rum. Und dann sind sie der Sicherheit. Ah. Für mich.
Nach 6 Stunden auf der Pirsch ganz nahe dran, ist im letzten Augenblick doch nichts. Das ist natürlich schon ärgerlich. Ich meine, wenn der Wolf gekommen wäre, hätte ich sagen, ja gut, das ist Natur. Aber der Heli hätte jetzt also nicht gerade unbedingt kommen müssen. Jetzt gehen wir heim. Die Hütte aber gut zu 9 essen. Hi, geschickt. Mama. Unten angekommen hat Markus dem Bruder Heinz einiges zu erzählen. Und da sind die ab. Die haben nicht mehr gehört, die Säckle bis zum Klotlennen gewesen. Und der Gross wäre dabei gewesen. Nein. Der Dunkel. Nein. Weißt du, wäre das schön gewesen, dort im Heustock hin? Halt wieder neu gewesen, ja. 3 Tage später dann aber klappt es. In einem WhatsApp schreibt Markus, soeben erlegt, Abtransport mit Maultier von Elpler. Die Steinbockjagd ist eine Geduldssache. Morgen sind wir an einem Ort, wo es immer im Herbst röhrt wie verrückt. Die Hirschbrunft im Nationalpark ist nicht nur für die hunderten Besucher, sondern auch für den Parkwächter Claudio Irniger etwas ganz Spezielles. Ja, da geht man gerne arbeiten. Mehr zum Beruf des Nationalparkwächter und zu der eindrücklichen Hirschbrunft morgen bei Plus 41. Ja, diese Woche im Tierisch haben wir richtig viel Powerhümpfer sein.